Gekrümmte Oberflächen sind dadurch gekennzeichnet, dass auf der konkaven Seite im Gleichgewicht ein höherer Druck herrscht als auf der konvexen Seite. Hier haben wir eine ebene Oberfläche. Hier gleichen sich die Oberflächenkräfte aus. Die Kraft, die nach rechts wirkt, entspricht der Kraft, die nach links wirkt. Die Kräfte können wir ausrechnen, Gamma mal S. Bei einer konvex gekrümmten Oberfläche gleichen sich die Kräfte nicht aus, sondern wir haben eine resultierende Kraft in Seite auf die konkave Seite. Das bedeutet, wir haben hier einen höheren Druck im Endeffekt. Dieser höhere Druck wurde von Laplace berechnet. Das ist der Krümmungsdruck. S2 mal Gamma durch R im Fall einer Kugeloberfläche. Wir können die Laplace'sche Gleichung ableiten, wenn wir das Prinzip der virtuellen Verrückung anwenden. Im Gleichgewicht würden diese Arbeiten sich genau wegkürzen, also zu 0 addieren, und wir erhalten diese Gleichung, die durch Umstellung dann sofort die Laplace-Gleichung ergibt. Hier nochmal den Fall einer Ebenoberfläche. Die Drücke P1 und P2 sind gleich. Hier den Fall einer gekrümmten Oberfläche. Der Druck P ist größer. Wo haben wir solche gekrümmten Oberflächen? Nun, in Tropfen haben wir auf der Flüssigkeitsseite die konkave Seite. Das heißt, im Tropfen herrscht ein größerer Druck als außerhalb. Wenn wir einen Hohlraum, zum Beispiel einen Gashohlraum in einer Flüssigkeit haben, sieht die Situation so aus, dass in dem Gas der höhere Druck herrscht, weil das Gas hat die konkave Seite. Wenn wir eine Seifenblase haben, dann ist im Innern der Seifenblase auf der konkaven Seite der höhere Druck. Gekrümmte Oberflächen finden wir auch als Teilkugeloberflächen, zum Beispiel am unteren Ende einer gefüllten Pipette. Hier ist es so, dass im Innern der Flüssigkeit ein höherer Druck herrscht, herrschen muss, und das hat zur Folge, dass der Tropfen eben nicht sofort abreißt, sondern erst dann abreißt, wenn der Druck im Inneren dieser Flüssigkeitsphase auf der konkaven Seite gleich dem hydrostatischen Druck in der Pipette ist. Man kann daraus die Tropfengröße groß R ausrechnen. Ähnlichen Effekt zeigt sich in der Kapillarität. Wenn wir Flüssigkeitströpfchen haben, die 1 Mikrometer Durchmesser, Radius haben, dann ist der Druck darin etwa 1,4 bar. Wenn wir die Tropfengröße nach und nach verkleinern auf bis zu 10 Nanometer, wird der Druck auf über 100 bar ansteigen, und das hat schon deutliche Auswirkungen auf den Dampfdruck. Während über der 1 Mikrometer gekrümmten Oberfläche der Dampfdruck nur 1 Promille größer ist als über ebenem Wasser, ist der Dampfdruck in 10 Nanometer Wassertröpfchen schon 11% größer.